was left unstopped, and now it keeps digging and ruining my abode. If you want to please me, stop the wheel. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play Lost Lands The Four Horsemen. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, genau vor dieser Tür, und da machen wir heute weiter. Wir sind im Bonuskapitel, mein Name ist Little Fox, schön, dass ihr wieder da seid. Ich weiß, es kamen lange Zeit keine Videos, ich hatte eigentlich einfach ein bisschen viel anderes zu tun, Familie und alles, und es waren Ferien, aber ab jetzt kommen wieder regelmäßig Videos, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und wir suchen immer noch hier, ja, die Möglichkeit, genau, da weiterzumachen. Und ich weiß leider nicht, wo wir genau sind, stehen geblieben sind. Ich würde sagen, aber wir gucken uns weiter um ein bisschen. So. Eine Mondfrucht muss da noch rein. Außerdem Rindessenz des roten Baums, Kristallpilz, Probe der zuwachsenden Pflanze. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir stehen geblieben sind oder wo es weitergeht. Hier fehlt ein Finger. Okay, um an den Siegelring ranzukommen, müssen wir erstmal wieder raus und weiter gucken. Hier fehlen auch einige Sachen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich war auch lange nicht mehr hier. Also von daher bitte ich natürlich herzlich um Entschuldigung, wenn ich nicht direkt auf alles komme. Eine Wurzel habe ich. Und so gehen wir zurück. Hier fehlen noch ein paar Puzzleteile. Okay. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, wo es weitergeht. Ja, da nicht. Gehen wir mal. Warte mal, warte. Da war doch noch was. Nee, den kann ich nicht zerhauen. Das sah... sah also nur so aus. Gut, dann gehen wir zurück. Die Wurzel können wir hinzufügen.
So. Ich habe nun zwei, drei Sachen. Ein Kristallpilz fehlt uns weiterhin. Doch wo bekommen wir einen? Ein Kristallpilz. Wo könnte einer sein? Leider weiß ich das zur Zeit noch nicht. Aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. Und wenn nicht, wow, dann haben wir erstmal ein Ich Problem. bin Huch. Entschuldigung, ich bekam gerade eine Nachricht. Bitte entschuldigt dieses. Ja. Nee, also, wir müssen jetzt gucken. Also, erstmal hierfür fehlt ein Finger. Wo könnte der sein? Genau, wie gesagt, da brauchen wir Durbans Ring. Ne? So. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, wo es weitergeht. Oh, guck mal. Ich habe mir Mosaikstücke. Und ab jetzt kommen wir auch weiter. Okay, wir dürfen ein Puzzlespiel machen. Ich lese trotz alledessen noch mal kurz vor. Setze das Mosaik zusammen. Dabei ist, ja, na oh Gott. Wir können die hier gut der Reihe nach platzieren. Besonders die, die in der Ecke stehen. Aber auch welche wie das Gesicht. Sie sollten eigentlich für uns kein Problem sein. Ne? Tada. So, wie gesagt, das wird jetzt einen Moment dauern, aber ihr könnt ja zugucken, wie ich die Mosaikfragmente zusammensetze. So. Ich bin mir bei manchen Sachen auch nicht ganz sicher, wo die hinkommen. Und wenn ich es nicht weiß, packe ich sie erstmal weg. Das passt hier hin. Der hier passt dahin. Der kommt hier unten irgendwo hin. Denke ich. Nicht? Dann kommt der da hin. So. Der kommt hier hin.
und der dahin. Der kommt hier hin und der dahin. Der kommt dahin. Hier haben wir einen kleinen, der kommt hier unten hin. Der kommt hier rein. So, langsam aber sicher schließt sich das Puzzle hier. Ist doch nett. Ja, und jetzt wird es auch einfacher. Jetzt kann man die Teile besser zuordnen. Das heißt, man sieht ja ungefähr, wo die Teile hinkommen könnten. Ja, und dementsprechend kann man sie dann zusammensetzen. Tada, das ist jetzt super easy. Nein, ich will nichts kaufen. Ja, und damit haben wir das Mosaik zusammengesetzt. Ein Farbschiff. Okay. Ein Farbschiff. Wo könnte der benutzt werden? Ich denke, ich... Also ich kann mir vorstellen, dass der halt hierzu gehört. Ja, das sieht richtig aus. Bringe alle Chips in die richtigen Positionen. Ach so, ich verstehe. Aha. Ja, passt, der kann hier bleiben. So, damit haben wir die ersten da oben fertig. Schieben wir die runter. Und den schieben wir dahin. So. Der blaue kommt hier raus. Und dann kommt der erste blaue nach unten. Und der nächste blaue. Damit können wir jetzt die nächsten zwei grünen einsetzen. Dazu müssen wir allerdings erstmal die hier frei machen. Denn dann kann der erste hier durch. Und hier muss sowieso ein Lilaner hin. Demnach ist das vollkommen in Ordnung. Indem wir die hier einfach austauschen.
Und noch zwei und dann haben wir das easy erledigt. Tada! Öffne dich. Ein schwarzes Buch. Die Bergriesen hielten Opferrituale auf dem Gipfel des Eisberges ab. Sie umgaben einen Kelch mit Blut mit einer grünen Flamme, indem sie einen Schutzzauber aus einem Buch der dunklen Magie sprachen. Um den Zauber zu brechen, muss das Zauberbuch verbrannt werden. Dann verbrennen wir dieses Buch doch einfach mal. Ein Kelch mit Blut. Auch da würde mir direkt was einfallen, wo wir hin müssen. By the way, wir haben das Bonuskapitel zu 50% abgeschlossen. Nein, da wollte ich nicht hin. Sie mit Blut bestechen. Gut, dann kommen wir jetzt nämlich hier hin. Ein Zyklopenauge. Und eine Pyramide haben wir auch, die hier reingehört. Tada! Hier ist eine Handfläche. Das Zyklopenauge muss auch irgendwo hin. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wo. Egal, gehen wir los und setzen die nächste Handfläche ein. Brücke erscheine. Okay, ich kann das Werkzeug erklimmen. Oh. Hey, you! I am Tectonica, the warrioress and the mistress of the icy dungeons. What? You dare to ask me something? My cave is collapsing right before my eyes because of your folk. All miners fled so fast, and his demon wheel was left unstopped. And now it keeps digging and ruining my abode. If you want to please me, stop the wheel. First you go and stop this Okay. Hey, make 100 steps. Hey, make a... Das Auge passt schon mal hier rein. Den Bagger zu stoppen. Eine stumpfe Axt. Damn! What are you doing? You think I like to get rubbish on my head? Damn! What are you do? Klar. Immer. Ist doch klar, dass ich dir gerne Müll auf deinen Kopf werfe. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert und wenn ihr die Glocke aktiviert. Ne? Dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts. So. Die Axt ist stumpf. Die Axt ist stumpf. Dann müssen wir zurück und die Axt schärfen. Und ich weiß auch, wo wir das tun können.
Nein, nicht hier, aber da. Mit einer scharfen Axt können wir nun weitermachen. So, wir können jetzt zurückkehren. Und mit dem besagten Rad sollten wir eigentlich jetzt das Teil stoppen können. So, schlagen wir das mal auf, finden Holzkohle. Okay, wo müssen wir? Wir müssen jetzt ja irgendwo weitermachen. Aber wo? Wo machen wir weiter? Ah, hier fehlt ein Zahn. Hier fehlt eine Figur. Ich denke, wir gehen zurück. Mit Hilfe des Dietrichs können wir das hier bestimmt aufbrechen. Aber uns fehlt noch etwas. Ich bin mir noch nicht sicher. Also wir hatten die Baumessenz, die können wir hier schon mal reinfließen lassen. Gehen wir mal hier rein. Okay, warte, dann gehen wir noch näher, dann sind wir hier nicht richtig. Dann gehen wir hoch. There's nothing in. Oh, hier. Hands off! It has grown not for you, Shorty. Egal, jetzt mit dem Ding kommen wir an den Siegelring ran. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon jetzt hier machen. Ich mache einfach noch 5 Minuten, denke ich. So, den Siegelring brauche ich. Und mit dem Siegelring kann ich dieses Fach öffnen.
Ein Blatt Papier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat mit dem, da wo wir das Rad her haben, zu tun, weil wir brauchen eine Art Anleitung. Ah. Seht ihr, so funktioniert das. Dann mache ich jetzt in den. Dann gehen wir jetzt zurück und dann können wir jetzt hoffentlich dieses Rad stoppen. Um der guten Dame zu helfen, weil ich will irgendwie nicht. Ich will ungern, dass die mir den Kopf abschlägt oder so. Dann kommt ein Keil da rein. Und dann wird der Keil festgeklebt. Okay, wir haben dich gestoppt. I am angry with your folk, but you made my day, dwarf. So I will help you. You ask me for a special weapon. You have a right to. There is a piece of the ancient hammer lying on the ritual table. My ancestors possessed it thousands of years ago. But this hammer was destroyed, and its pieces were lost during one of the wars. You will have to find all the missing pieces and bring them to this table. If you do this, the hammer is yours. This is a ritual table. This is an emerald mushroom. Ah, mit dem Diamantfaden können wir den durchschneiden. Ja, ich meine, wann trifft man auch mal einen. Oh, warte. Diamantpilz, ne? Ich weiß auch, wo wir den einsetzen können. Und dann müssen wir nämlich jetzt alle Zutaten haben. Und ich weiß, wo wir damit hin müssen. Hier lassen wir nämlich jetzt eine Wurzel wachsen. Hier haben wir ein Medaillon. Eine Palette. Eine Palette. Passt das? Ja. Ein Hammerkopf. Ah. Eine Figur, eine bestimmte.
Für ein Minispiel. Das machen wir, denke ich, noch. Tetris. Nein, nicht Tetris. Schiebe die Blöcke, um die Figur zum Loch auf der rechten Seite zu bewegen. Das ist easy gewesen. Wow. Das waren keine 20 Sekunden. Hier ist ein weiteres Zyklopenauge. Und das können wir hier einsetzen. This is a ritual table. Was die genau können, weiß ich nicht. Wo wir die Farbpalette einsetzen können, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe eine Idee. Und dafür müssen wir zu diesem Bild. Ah. Ich denke, wir haben jetzt vielleicht den Turm geöffnet. Ja, scheint offen zu sein. Doch hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut, haut rein und tschüss.